wie du durch Energie übernatürliche Ergebnisse im Business erzielst. Herzlich willkommen zum Quantum Business Flow Podcast. Der Podcast für bewusste Unternehmer und Unternehmerinnen, die nach dem Motto leben, Change the freaking world. Hier bekommst du die Kombination aus den genialsten Business-Techniken und der unendlichen Power der Gesetze des Universums für einzigartige Quantensprünge in deinem Business und Leben. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Quantum Business Flow Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich mit dir über Energie sprechen. Wie du Energie oder auch die Gesetze des Universums richtig in deinem Business anwendest, bei dir selbst, bei deinen Kunden und mit deinem Team, um Ergebnisse zu erzielen, die vorher absolut unmöglich schienen. Das ist das, was mir passiert ist und das ist das, was ich weitergeben möchte. Meine große Vision ist es, Menschen zu zeigen, Businesses zu zeigen, wie sie mehr nutzen können als nur rationales, strategisches Denken. Wie sie die Gesetze des Universums für sich nutzen, um schneller, leichter und effektiver ihre Ziele zu erreichen und sogar weit, weit, weit zu überschreiten. Denn dein Kopf ist eingeschränkt. Dein Kopf kann nur auf das zugreifen, was er schon mal gesehen hat, schon mal irgendwo erlebt hat. Nehmen wir das als Beispiel. Du hast irgendwann mal gehört, es hat jemand 10 Millionen im Jahr gemacht. Und so beginnt dein Kopf direkt diese Geschichte zu kreieren, dass 10 Millionen im Jahr, das ist möglich, das kann ich irgendwie machen. Aber darüber wird es schwierig, weil das hat ja noch nie jemand gemacht. Und das ist das, was uns am meisten einschränkt, dass der Kopf sagt, in diesem Rahmen ist es möglich, aber über den Rahmen hinaus ist es unmöglich. Und das zu überkommen, ist für viele unglaublich schwierig. Doch wenn du Energiearbeit und die Gesetze des Universums nutzt, dann sprengt das diesen Rahmen einfach auf. Dann gibt es nicht mehr möglich oder unmöglich, plötzlich wird alles möglich. Und das möchte ich dir zeigen, wie du das in deinem Business anwenden kannst, wie du Energie in die richtige Richtung lenkst, um Ergebnisse zu erzielen in kürzerer Zeit, die du dir gar nicht vorstellen konntest. Das ist auch meine persönliche Geschichte. Vielleicht kennst du das, das erzähle ich immer mal wieder. Damals in meinem ersten Business, in meiner Social Media Agentur, habe ich mich verlassen auf meinen Kopf, verlassen auf die Strategie. Ich war schon immer jemand, der clever ist, der gute Strategien finden konnte, der wusste, wenn ich genug nachdenke, dann finde ich einen Weg. Dann werde ich den genialsten Weg finden, um das Ziel zu erreichen. Und so habe ich mein erstes Business aufgebaut. Das Problem damit ist nur, dass ich dann sehr hart versucht habe zu denken und strategisch zu sein und rational ans Ziel zu kommen. So sehr, dass ich irgendwann gegen eine Wand gefahren bin. Und diese Wand schien sich einfach nicht zu bewegen. Egal wie viel ich nachgedacht habe, egal wie viel ich versucht habe, Neues zu lernen, egal wie viel ich versucht habe, strategisch zu sein, es ging einfach nicht weiter. Es schien so, als sei es unmöglich. Und das war der Moment, wo ich so kurz vorm Burnout war. Ich war wahnsinnig überarbeitet, ein großes Kundenprojekt ist schiefgegangen. Hui, das war eine verrückte Zeit. Am Ende war es die beste Zeit meines Lebens, weil es alles verändert hat. Aber zu der Zeit war es sehr, sehr, sehr schlimm. Und so kam ich dann auf Energiearbeit, weil mein Kopf irgendwann so war, ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie wir dieses Ding lösen können. Und genau zu der Zeit kamen die Lehren von Menschen wie einem Dr. Joe Dispenza, Bob Proctor, The Secret und Co. in mein Leben, wo es darum ging, wo die Menschen darüber sprechen, hey, die Quantenphysik beweist, alles ist Energie, nicht Materie, alles ist Energie. Wenn du die Energie veränderst, veränderst du alles. Und das war ein Gamechanger für mich, ein wirklich, wirklich großer Gamechanger. Das Problem dabei war, dass niemand, zumindest konnte ich niemanden finden, das effektiv mit Business verbunden hat. Also es gab viele Leute, die Energie, Quantenphysik und Co. gelehrt haben zum Thema Heilung, zum Thema Liebe, zum Thema Beziehungen. Aber ich habe nicht eine einzige Person gefunden, die das wirklich fokussiert und gut auf das Thema Business bezogen hat. Und deswegen habe ich mir das selber zur Aufgabe gemacht, selber als Ziel und als Vision gesetzt. Denn ich sehe vor mir eine Welt, in der es vollkommen normal ist,
deine Energie auszurichten, bevor du in ein Business-Meeting gehst, bevor du mit einem Kunden sprichst und vor allem auf einer hohen Energie zu arbeiten, auf der Energie von Liebe, von Fülle, von Verbundenheit, von Freude und nicht Angst, Druck, Wettbewerbe, so wie es aktuell in den meisten Businesses aussieht. Und stell dir vor, was möglich wird, wenn du das anwendest. Wenn du das beginnst anzuwenden und wenn immer mehr Businesses das anwenden, auf der Grundlage von Liebe zu handeln, zu arbeiten, ihr Business aufzubauen. Wenn das sich verbreitet und zum neuen Normal wird, dann haben wir ganz schnell eine neue Welt. Denn am Ende ist es gerade so, Geld regiert die Welt. Es ist einfach so, noch. Und die Unternehmen, die sehr viel Geld haben und sehr viel Einfluss, wenn die beginnen, ihre Energie zu switchen, zu Liebe und Freude und Fülle, verändert sich die Welt unglaublich schnell. Das ist meine große Vision und deswegen auch diesen Podcast, um dir zu zeigen, wie kannst du das direkt anwenden für dich in deinem Business. Egal, ob du gerade startest, egal, ob du schon bei 100.000 im Monat bist, völlig egal. Wie kannst du das anwenden? Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Was ich immer wieder mache, ist reinzufühlen und zu schauen, wie ist gerade die Energie von meinem Team. Und ich beziehe das mal auf mein Sales-Team. Ja, wir haben jetzt angefangen, ein Sales-Team aufzubauen und wir haben ungefähr 2 Monate gebraucht, um das Ganze in Gang zu bekommen, die Leute zu trainieren, um die ersten Ergebnisse zu erzielen. Und in der anderen Art und Weise wird man sagen, wie ist die Stimmung? Wie ist die Atmosphäre? Das ist in gewisser Weise die Energie dahinter. Und habe immer mal wieder reingefühlt und auch nachgefragt, hey, wie fühlt ihr euch gerade und wie seid ihr ausgerichtet auf unsere Ziele? Und es gibt Zeiten, wo du eine große Euphorie hast, eine Freude, eine Leichtigkeit, eine Power. Und es gibt Zeiten, wo du vielleicht Frustration hast, wo die Leute sich hängen lassen und nicht so positiv in die Zukunft schauen. Und das hat einen unglaublich großen Effekt auf die Ergebnisse. Wenn du ein Team hast oder selber gerade in einer Energie bist von ich weiß ja nicht, ob das wird. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wenn du an diesem Punkt bist, dann gibst du diese Energie in alles rein. Und die Energie, die du reingibst, ist die Energie, die du immer rausbekommst. Ohne Ausnahme. Wenn du Frustration reingibst, wirst du Frustration rausbekommen. Wenn du nicht Euphorie reingibst, wirst du nicht Euphorie rausbekommen. Wenn du Angst reingibst, wirst du Angst rausbekommen. Und das beachten die wenigsten, dass sie denken, ja, wenn ich einfach strategisch handle, ist egal, ob ich da ängstlich sitze, frustriert sitze und so weiter. Bei vielen Unternehmen wird gar nicht groß auf das Teamklima geschaut. Hauptsache, die Aufgaben werden erledigt. Und das macht so einen großen Unterschied. Wenn du ein Team hast, das on fire ist, das glücklich ist, das sich freut, an dem Punkt zu arbeiten, wo die gerade sind, mit dir zu arbeiten, gemeinsam den Weg zu gehen, das verändert einfach alles. Und das muss die Priorität sein. Wirklich sich zu entscheiden dafür, ich kümmere mich oder ich suche mir jemanden, der sich um die Energie meines Teams kümmert, um die Energie meines Unternehmens kümmert. Das ist bei uns die Mayo. Mayo ist bei uns Geschäftsführerin und gleichzeitig wie haben wir es genannt, sowas wie Chief Happiness Officer. Bei ihr geht es darum, die Energie im Unternehmen wahrzunehmen, klar zu halten und zu leiten. Wenn irgendwas nicht stimmt, dann ist sie da und guckt, dass die Energie wieder klar gemacht wird. Wenn die Leute Stress untereinander haben, dann musst du dich darum kümmern, dass das Ganze schnell gelöst wird. Denn sonst wird aus einer kleinen Sache eine größere, eine größere, eine größere. Und das blockiert das gesamte Unternehmen. Der Schlüssel, das Geheimnis der erfolgreichsten Unternehmen und der Unternehmen, die schneller wachsen als jedes andere, sind eine große Vision, weil das Energie kreiert und eine gute Energie im Team und bei allem, was sie tun. Das ist der absolute Schlüssel und das musst du bei dir beobachten. Es braucht diese große Vision, die größer ist als du, als ich, als die Menschen selbst, damit sie einen Sinn spüren. Denn wenn sie keinen Sinn spüren, dann geht es vielleicht nur ums Geld oder nur um einen Job. Und dann werden sie nicht mit diesem Feuer da sitzen. Und das Feuer ist so wichtig. Dieses Kribbeln, wow, was ich hier mache, verändert die Welt. Verändert Leben, verändert den Planeten. Das kreiert unglaublich viel Energie. Das ist einmal der erste Punkt, wirklich die Energie zu beobachten bei dir selbst, bei deinem Team.
Und der zweite Punkt ist, bewusst das Ganze auszurichten. Also bewusst dich zu fragen, was möchte ich heute erschaffen? Was möchte ich heute in die Welt bringen? Mit welcher Energie möchte ich das tun? Was ich zum Beispiel mache, ist vor Live-Meditation, vor meinen Challenges, vor Sales Calls, mir kurz 5 Minuten Zeit zu nehmen, bei mir anzukommen, zu atmen und mich mit der Energie zu verbinden, die ich sein möchte. Also mit Liebe, Freude und Fülle. Mit dieser Energie an das Ganze ranzugehen, mit dieser Energie vorwärts zu gehen und bewusst diese Intention reinzugeben. Es nennt sich im Prinzip Intention setzen. Was ist deine Intention mit dem Sales Call? Nicht nur ein Sale zu machen, sondern wie willst du das Ganze? Ich möchte heute einen absoluten Traumkunden kreieren in Freude, Fülle und Liebe. Easy. Super, fantastisch. Verstehst du, was ich meine? Das ist das, wo wir hinwollen, dass du bewusst deine Energie leitest und nicht dich kontrollieren lässt durch äußere Einflüsse. Oh, heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgewacht, deswegen bin ich schlecht gelaunt. Oh, heute ist das passiert, deswegen bin ich so und so drauf. Sondern ich stehe auf und ich entscheide mich, wer will ich heute sein? Wie will ich heute sein? Wie will ich mich fühlen? Was braucht das für die nächsten Schritte? Da möchte ich hin. Das möchte ich wahrnehmen. Ja, da wollen wir hin und so nutzt du tatsächlich bewusst Energiearbeit. Was wir machen, ist regelmäßig zusammen zu meditieren, uns Intentionen zu setzen, uns auszurichten auf die schönen Dinge des Lebens und vor allem mit Spaß und Freude unseren täglichen Job zu machen, den Menschen zu helfen, den Menschen, für die Menschen da zu sein, Liebe zu geben und wir setzen uns klar und bewusst Ziele. Ziele, was wir als nächstes erreichen wollen, wie wir als nächstes über uns hinauswachsen wollen, was die nächsten großen Schritte sind. Das ist unsere Art, Energiearbeit zu machen. Das ist der Grundrahmen. Ich kann natürlich nochmal ins Detail gehen, welche Medi machen wir und Co. Aber es geht jetzt eher darum, dass du dich fragst, wie kannst du das bei dir anwenden? Wie kannst du die Energie darauf ausrichten, was du haben willst, wie du dein Business leiten willst und wo du hin möchtest? Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt, der mir gerade einfällt. Trainiere dich darauf, grenzenlos zu denken. Wir haben wirklich so stark gelernt, in Grenzen zu denken. Das ist möglich und das ist unmöglich. Das kannst du machen, das kannst du nicht machen. Was für ein riesen Bullshit. Alle großen Erfindungen, alle großen Durchbrüche waren vorher unmöglich. Jeder einzelne. Niemand hätte gedacht, dass du heute mit einem Smartphone hier rumrennst, dass ich hier ein Video aufnehme, was tausende Menschen in einer Internet-Webseite sehen. Niemand hätte das für möglich gehalten. Und trotzdem gab es Leute, die gesagt haben, die Grenze gilt für mich nicht, ich mach's einfach mal. Und das zu trainieren, damit du das Unmögliche möglich machst. Ja, du kannst innerhalb von einem Monat 1 Million machen. Du kannst auch 10 Millionen machen. Du könntest auch 100 Millionen machen. All das ist schon passiert und es geht sogar mehr. Und wenn du daran glaubst und dich darauf ausrichtest, dann wird das möglich. Dann wird das möglich. Und so wendest du Energie an. Das ist die Art und Weise. Es ist viel simpler, als der Kopf es sagt. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal davon gehört habe und dachte, wow, Energiearbeit. Und dann sitze ich da und mache mit meinen Händen Energiekugeln und schicke die ins Universum. Und dann kommen die zurück und... Es ist eigentlich so einfach. Und deswegen kann das jeder anwenden. Du, ich, die größten Unternehmen der Welt, Apple, Google, Co. Stell dir vor, die würden das machen. Wow, Bro. So einfach kann das Ganze sein. Das ist mein Impuls für dich heute. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Und ich würde mich super freuen, wenn du mir von Herzen eine Bewertung dalässt bei diesem Podcast. Einfach bei iTunes reinschauen, eine Bewertung dalassen. Das wird mir sehr helfen, dass noch mehr Menschen von diesen Inhalten profitieren können. Ich danke dir fürs Zuhören, danke für deine Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Raphael. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Mein Team und ich geben alles, um dir die besten Inhalte zu liefern, die dich und dein Business auf das nächste Level bringen. Deswegen würde es uns unglaublich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, bei iTunes eine ehrliche Bewertung dazulassen. Das würde uns unglaublich helfen. Und wenn du lernen willst, wie du in kürzester Zeit, in nur 5 Tagen, jetzt das Business deiner Träume aufbaust, Quantensprünge machst und alle Umsatzziele sprengst, die du dir jemals vorgenommen hast, dann möchte ich dich einladen zur kostenlosen 5-tägigen Challenge. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes unter diesem Podcast.
Dort kannst du dich kostenlos anmelden und du wirst in 5 Tagen Ergebnisse erzielen, die du dir vorher gar nicht ausmalen konntest. Das ist das, was die bisherigen Teilnehmer gesagt haben. Einfach unten klicken, kostenlos anmelden und dann sehen wir uns in der Challenge wieder. Bis bald, ciao, ciao, dein Raphael.